Ja, der Echo-TV-Thema ist auch mal wieder da. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich freue mich sehr, ja, und ihr bemerkt oder bemerkt es wirklich, dass das Video kein Opening hat. Ja, liegt einfach daran, dass ich jetzt schon seit gefühlten gefühlte zwei Monate, obwohl es ja eigentlich nur ein Monat war, kein Dercho-TV-Thema mehr gemacht habe. Jetzt gibt's wieder ein Dercho-TV-Thema. Heute mal was Internes, denn die ganzen, das ganze Durcheinander mit den neuen Videos, und ich habe ja vor 3 Wochen Dercho-TV die Show gestartet, nach 3 Sendungen abgesetzt. Dann kam die App der Woche dazu. Dann habe ich gesagt, Minecraft läuft irgendwie nicht und das Ganze. Und das will ich jetzt mal in diesem Video ein bisschen klären. Erstens natürlich, wie schon gesagt, ihr seht im Header. Unter dem Header hier bei der Menüleiste seht ihr, es ist ein bisschen alles anders geworden. News und Aktuelles ist natürlich jetzt Nachrichten und ist alles unterteilt. Natürlich Politik, Sport, Wirtschaft, Börse, Medien, Technik, Games, intern und Videos. Hier unten im Bereich Videos findet ihr alle Videos von Dercho TV nochmal zusammengefasst. Nicht einzeln den jeweiligen Formaten zugeteilt, sondern auch dann jeweils alle. Sprich alle Videos, sogar alle internen News, was es um Videos geht und so weiter und so fort. Derweil haben die Formate, die auf YouTube zu sehen sind, auch eigene Seiten gekriegt, zum Beispiel Dercho TV die Woche. Geht einfach auf dercho-tv.wordpress.com/dercho-tv-die-woche und schon seid ihr auf der Seite drauf. Hier seht ihr immer die aktuellste Folge, hier zum Beispiel vom letzten Freitag, vom 9. August. Zum Beispiel, ich muss zugeben, diese Sendung war eigentlich eher so eine Sendung, diese Ausgabe, ne, diese Folge von die Woche war eher so eine Ausgabe, wo man sagen sollte, es ist Sommerlochzeit, sprich wenig Folgen, wenig Ausgaben, wenig News, sagen wir mal so, und ist dann halt nichts zu finden. Auch Dercho TV Thema, das Video, was ihr jetzt seht, dieses Format hat auch eine eigene Seite gekriegt, im Moment nichts, weil sie neu ist, die Seite. Und auch einen neuen Look gekriegt hat und alles. Die letzten waren ja noch im alten Look. Deswegen wird dann hier die Folge zu sehen sein, die ihr zu sehen findet. Hier drunter unter Category/Thema-2 findet ihr alle Themensendungen, also sprich alle Thema-Folgen, wie zum Beispiel natürlich die letzten vom 17. Juni. Also ihr seht schon wirklich fast 2 Monate her. Von der Schließung des griechischen Rundfunks ERT, dann natürlich die ganzen Eurovision Song Contests, die es natürlich hier zu sehen gab, sei es natürlich auch unter anderem die ESC und die Nachlese und so weiter. Auch die App der Woche hat einen eigenen Channel gekriegt, wo ihr dann auch am Montag dann eine neue Folge sendet. Direkt immer unter dem Video, unter der aktuellen Folge gibt es immer wieder alle nochmal im Überblick. Hier ist es jetzt natürlich nur die eine. Bei den Let's Plays ist es jetzt ganz anders. Und das habe ich nochmal hier aufgerufen, kann ich ja dann schließen, denn dazu komme ich gleich. Denn jetzt komme ich erstmal dazu, was ich am Samstag bzw. gestern geschrieben habe. Und zwar nämlich, dass ja gestern eigentlich hätte Minecraft kommen müssen, eine neue Folge, die 21. Folge von Let's Play Minecraft bei Dercho TV. Da gab es jetzt leider ein paar Probleme, denn es ist so, dass mein Aufzeichnungsprogramm und das Texturenpack, was ich für Minecraft verwendet habe, ich habe dabei 1.5.1, ja, weil die ist zu voll zum Aktualisieren, läuft nicht so gut, beziehungsweise ist nicht quasi so stabil. Jetzt habe ich heute eine Probeaufzeichnung gemacht, habe sie Folge 21 genannt, falls es funktioniert hat, und habe kein Texturenpack benutzt, kein anderes, nämlich das Standard-Texturenpack. Und et voilà, es hat funktioniert. Deswegen, was ich jetzt hier geschrieben habe, dass ich Minecraft in eine kleine Pause schicke, ist jetzt falsch. Das heißt, am kommenden Samstag gibt es wieder Let's Play Minecraft. Das Schönste wird sogar sein, das, was ich gleich dazu kommen werde, es wird jetzt doppelt so viele Folgen von den Let's Plays geben. Ich konzentriere mich jetzt mehr auf Dercho TV die Woche, Dercho TV Thema und natürlich auf die Let's Plays, so auch natürlich auf das neue Format App der Woche. Am Wochenende werde ich schön alles aufzeichnen und ja, alles andere wird dann in der Woche immer online gehen und ich werde natürlich auch dann ganz genau sagen, wann alles online gehen wird. Bei Minecraft sage ich mir so, Minecraft gibt es jetzt vorerst mal immer nur einmal die Woche, sprich am Samstag. Ich werde dann sogar
am Wochenende selbst, wenn sogar am Samstag die aktuelle Folge schon auf YouTube ist, werde ich nochmal Folgen aufzeichnen. Ich wollte ja eigentlich auf das neue, auf ein anderes Aufzeichnungsschema gehen, und zwar nämlich ein bisschen voraufzeichnen, sei es 1,5 bis 2 Stunden aufzeichnen und dann schneiden. Jeweils 30 Minuten halt das Video, was dann 1,5 bis 2 Stunden ist, halt ein bisschen zerkleinern. Das hat jetzt leider irgendwie nicht funktioniert letztes Wochenende. Deswegen bin ich beim alten System geblieben, sprich so eine Art folgenmäßig. Ich begrüße, es gibt eine Begrüßung und es gibt einen Schluss und eine Verabschiedung. So einfach ist das. So wollte ich das machen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich mit neuen Formaten gerne weitermachen will. Ich habe mir natürlich gesagt, ja, okay, es wird ein bisschen schwer. Dann natürlich auch noch das Thema Live-Sendung. Ich habe ein bisschen am Streaming ausprobiert bei Make-TV, wo ja mit bis zu 500 Zuschauern es ja unbegrenzt Sendezeit gibt, aber mit 25, halt mit dem Standard-Account, gibt es nur 25 Zuschauer und 30 Minuten täglich. Und da habe ich mir gesagt, naja, es funktioniert alles sehr gut. Problem ist halt natürlich mal wieder, das ist alles ein bisschen geruckelt und so weiter. Und deswegen habe ich mir gesagt, lass du das doch erstmal. Und es wird dann erstmal so dabei bleiben, dass dann alles erstmal auf YouTube ist. Wenn ich es irgendwie anders hinkriegen werde, sprich vielleicht sogar mit einem festen Desktop-PC, dann werde ich ja vielleicht sogar dann doch wieder live senden und auch ein bisschen besser die Videos machen. Derweil sind ja auch sind neue Intros fertig geworden, zum Beispiel auch für der TV-Thema wird es doch noch eins, wird es eins geben, versprochen. Aber nicht für dieses. Außerdem wird es auch mehr ja, Dercho TV-Thema geben, denn ich habe mir mal so gesagt, okay, du wolltest eigentlich Dercho TV-Thema haben, einen Wochenrückblick und natürlich die Let's Plays. Jetzt ist die App der Woche dazu gekommen, aber was soll's, das Ganze wird natürlich so bleiben. Dercho TV-Thema wird in diesem Schema vom Desktop aus aufgezeichnet, sprich, ich sitze an meinem Schreibtisch. Dercho TV die Woche wird vorerst weiterhin auch noch von der Couch aus beziehungsweise von so einer Art Studio gesendet, und dort seht ihr dann einiges, also sprich so ein kleiner Wochenrückblick, wo ich halt ein bisschen was zeigen werde. App der Woche selbstverständlich vom Desktop aus mit einer neuen Möglichkeit und Let's Plays halt wie immer. So wird das Ganze gemacht. Selbstverständlich wird es auch mehr natürlich zur Wahl geben ab den nächsten Tagen. Wann genau kann ich es nicht sagen. Wird es hier sogar ein paar Links geben, unter anderem zur Decho TV Facebook-Seite, denn einige Wahlplakate sind schon aufgestellt worden zur Wahl, zur Bundestagswahl 2013, die am 22. September stattfindet, unter anderem auch für die AfD, für die Alternative für Deutschland und natürlich auch für die Piraten und natürlich auch von den großen Volksparteien. Jetzt will ich aber nochmal zu den Let's Plays kommen, bevor es gleich hier vorbei ist mit dem Video. Und zwar wird es so sein, jetzt gibt es zweimal die Woche Let's Play Live. Ich habe hier jetzt aus Versehen geschrieben, zweimal die Woche gibt es immer wieder neue Folgen zu sehen. Ist eigentlich an Live bezogen, montags und freitags jetzt. Also heute am Sonntag gab es die letzte Folge, am Sonntag ab morgen dann wieder eine neue. Die ist auch schon im Kasten, und die am Freitag stattfinden wird, die wird noch aufgezeichnet. Werde ich wohl, glaube ich, in der Woche aufzeichnen, wahrscheinlich auch morgen Abend oder so. Mal gucken. Aber wie schon gesagt, sonst nehme ich mir dann für Let's Plays, für Dercho TV Thema sogar am Wochenende mehr Zeit. Dercho TV die Woche wird ja am Freitag immer aufgezeichnet. Minecraft wird derweil dann aus einer einwöchigen Pause wiederkommen. Sprich, dann am Samstag wieder die 21. Folge, dann halt nicht mit diesem Texturenpack, was ihr hier jetzt in diesem Titelbild sehen könnt, sondern halt ein etwas älter, also sondern das Standard Ding, ne, Standard Texturenpack, und so wird das dann halt natürlich bleiben. So viel dann auch für den Moment von der Dercho TV Thema Ausgabe, heute mal ein bisschen internes, sprich Umstrukturierung der Videos und nochmal eine kleine Erklärung. Wie es ungefähr heißen wird, bestimmt auch genau so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Alle weiteren Infos wie immer auf derchotv.wordpress.com oder auch auf dieser wunderschönen Seite, die nennt sich facebook.com/derchotv. Drückt auf den Gefällt mir-Button und ich freue mich riesig. Natürlich gibt es auch Twitter und YouTube. Wünsche euch noch was. Tschüss.